Schenk mir was. Hier gibt es echt kein Item. Hier gibt es echt kein Item. Das wäre eigentlich der Ort. Hallo, ich will nicht sofort in die Arena. Wie die Häuser sogar Schnee oben drauf haben. Hallo. Du hast gerade einen komischen Dance gemacht. Hallo. No, 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 yes. Ja, mittlerweile tauen Pokémon irgendwann von alleine auf. In der ersten Gen war eingefroren werden ein Todesurteil. Du bist nie aufgetaut. Es sei denn, du hast das eingefrorene Pokémon mit einer Feuerattacke angegriffen. Dann ist es aufgetaut. Und auch nur dann. What is happening? What was that? Okay, wir haben noch genug hiervon. Nehmen wir noch ein paar davon mit. Die werden wohl sehr langsam outdated. Dann kann ich wieder anfangen, mehr mit Kuhmilch zu arbeiten. Lieber haben wir noch ein paar. Super Schutz habe ich mehr als genug für. Gib mir ein paar Fluchtseile. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Fluchtseile kaufen muss. Nur um sicher zu gehen. Weil das Spiel gibt mir ja keine. Das Spiel gibt mir ja keine. Ich weiß, ich habe ein Nugget, aber das Spiel gibt mir ja keine Fluchtseile. Was machst du denn hier? Frieda bringt mir also über Pokémon bei. Sie sagt, Freundschaft mit ihm zu schließen. Ja, warum bist du dann hier im Schnee? Das war eine gute Ladung mit Schnee. Tempel? Keine Ahnung, ob ich zum Tempel gehe. Eigentlich soll ich zum Ufer, aber ich gehe erstmal hier hin. Hello? Sie hat einen tollen Sinn für Humor. Und sie hat ein... sie hat ein Flemmli. Ich will dieses Flemmli. Gib es mir. Ein Meditalis? Würdest du es gegen meinen Apollo tauschen? Nein. Ich habe nur ein Meditalis. Aber ich würde es gegen dein Flemmli da tauschen. Ich würde es gerne gegen dein Flemmli tauschen. Sofort, ohne zu überlegen. Alas, this is not going to happen. Du lässt mich nicht rein, oder? Nee. Wow. Oh, nein, so weit wollte ich gar nicht vorlaufen. Man sehe auf die Säulen. Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Lässt du mich hier bitte vorbei? Für die Witterung hier. Dafür bekommst du auch was von mir. Ist es, weil ich das Outfit aus Platin trage? Oder ist es egal, welches Outfit ich da... Ah, Vulpix! Hallo, Vulpix! Was geht? Zufällig... Du hast nicht zufällig ein hippes Wort parat, oder? Illumination ist sehr hip. Hey, hast du gerade meine Gedanken gelesen? Was? Was hat mir... Leuchtend... ich gehe mal alle durch. Ein hippes Wort. Elektroball? Was bringt mir das? Gar nichts? Jetzt bin ich enttäuscht. Hey, Vulpix, komm mit mir. Ich kann dich befreien von dieser Knechtschaft. Nom, 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 nom. Wie komme ich aber an diese Taste ran? Nom, nom, nom. Gib mir Items. 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 Warum? Ach nee, viele. Ich habe bisher nur zwei Arten getroffen. Wenn du Population meinst, dann ist es wahrscheinlich ja. Ich vermute mal, dass ich nicht an den Rüpeln da vorbeikomme, wenn ich nicht vorher den Arena-Orden habe? Fragezeichen? Ergibt zwar keinen Sinn, aber es würde mich nicht wundern, wenn dem so wäre. Von daher probieren wir es einfach aus. Wo ist mein Superschutz? Let's fucking go. Ich habe ein bisschen zu früh aktiviert, aber das
Nein, nicht da. Hier. Nom nom nom. Wir stehen hier sicher, dass die Arenaleiterin uns nicht in die Quere kommt. Die Arenaleiterin? Eine wichtige Aufgabe habe ich mir ein Pipi verdient. Okay. Ja, ich brauch zuerst den Arenaleiterraum. Ich brauche erst den Arenaraum. Das heißt, ich kann mein Pokémon-Team umstellen. Sorry, das muss jetzt leider live geschehen. I'm sorry, no. Das wird jetzt leider Gottes live geschehen und es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Gaia wird in der Arena nicht benutzt. Du auch nicht. Du auf jeden Fall. Du nur, wenn die Situation es erfordert. Du nicht. Du auf jeden Fall. Ich habe gerade eigentlich, ich habe so eine leichte Eisschwäche. Was irgendwie oft der Fall ist. Dass ich. In den meisten Fällen habe ich eine Eisschwäche. Oh nein, ich sollte nicht Shell Terra vorne haben. Nein, 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 nein. Gaia, du kommst von der Pole Position erstmal weg. Ich fange mit Stinger an. Stinger macht das schon. Ich glaube an Stinger. Du hattest, genau, Giftstreich, sehr gut. Moment, wir haben neue TMs. Was ist mit Kraxler? Oh! Ich meine, damals konnte mein Shellterra Kraxler, aber damals musste man es auch jemandem beibringen, um es benutzen zu können. Keiner kann Hagelsturm lernen, Steinpolitur solid, klar. Lichtkanone, okay, das ist nichts Neues. Ja gut, probieren wir unser Glück. Oh, das war die Arena. Ich muss in die Scheiß... Oh. Right. Right. Problem ist, Solid hat keinen Eisenschädel. Hätte er Eisenschädel, dann könnte ich ihn sogar gegen die normalen Trainer hier benutzen. Aber so bin ich leider ein wenig aufgeschmissen. Ich sollte eigentlich... Ich brauche den Ableithieb, aber... Ach, okay, ja, gut, dann bleiben wir doch bei Stinger. Ah, das Licht! Die blaue ist so. Boah, die Arena sieht ja cool aus. Seht euch die Arena an, sie ist cool. Natürlich. Giftstreich. Komm on, Kritte. Okay. Entweder war es ein Krit oder es war nicht. Es war nicht nötig. Okay. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Tja, ich bin's eben. Oh, apropos kalt. Ich habe mein Fenster offen. Das muss ich gleich. Das muss ich gleich zumachen. Damn.
Komm, kämpfen wir gegen dich. Dreh dich doch nicht in dem Moment um. Was zum Fick? Nur beim Fenster zu machen. Oh Gott. Aber nicht jetzt. Oh! Oh Gott. Das kam jetzt ohne Ankündigung. Damn it. Was haben wir? Bojelin. Okay, that's fine. Du, oh boy. Warte mal, mit so einem Lichttyp. Ha! Bitte Kritte? Okay, nee, nicht. Oh boy. Eine Wasserdüse würde jetzt wehtun. Mit Step und Verteidigung runter. But you would never, wouldn't you? No, don't! Okay. War nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich habe vergessen, was für all-around gute Stats eigentlich Pion Draghi hat. Außer sein Spezialangriff und seine Init. Ich glaube, sein Spezialangriff ist ziemlich... Seine Init ist auch, glaube ich, nicht so geil. Seine Initiative ist fucking amazing. Seine Initiative ist fucking amazing. Ich habe nichts gesagt. Ich habe absolut gar... Es sieht allerdings nicht so aus, muss man dazu sagen. Ich finde, Pion Draghi sieht nicht unbedingt aus wie eines der schnellsten Viecher, die draußen rumlaufen. In der Wildnis. Pion Draghi ist schneller als unser Schlappohr. Na gut, Initiative down, aber... Und er hat Initiative ab, vielleicht kontert sich das gegen... Ja, vielleicht sind sie ungefähr gleich schnell. That's fine. At the task at hand. Ich brauche Kreuzschere. Coole Animation. Gerlach, du bist platt. So, ich wollte hier hin. Dann wollte ich hier runter. Hello. Again. Okay. Okay, das ist cool. Du hast erst vor kurzem angefangen, so wie ich. Und du bist jetzt schon Teil der Truppe des Arena-Leiters. Nicole. Ich hoffe, du hast keinen Freund namens Isaac. Und ich hoffe, wenn es ein Isaac ist, dass er kein Ingenieur ist. Beziehungsweise Mechaniker. Perish. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ich muss immer noch den Finsterstein holen, aber ich weiß, ich habe noch nicht geguckt, wo es den gibt. Ich meine auch, der war erst noch ein bisschen später. Für Finsterstein brauchte ich doch Kraxler, oder? Nicht Kraxler. Doch, Kraxler. Ich glaube, es war Kraxler. No. Wait. This is wrong. No, this is wrong. Ich musste auf... muss irgendwie auf das eine Ding da unten hin. Aha, I know. Hab ich gegen dich schon? Nein. Okay. Rebecca! Oh. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Elektroattacke. Ich glaube, ich habe gar nichts mit Pion Draghi, was so effektiv wäre. Oh mein Gott! Es regnet! Wie erfrischend! Nachttief, bitte Kritte! Das war ein Crit! Wundervoll! Striker! Nicht Striker, Stinger! Striker war in einem anderen Playthrough. Stinger, ich bin sehr, sehr stolz auf dich.
Ich habe das Gefühl, das Ding hat mich noch nicht so lieb wie der Rest meiner Pokémon. Was mich ein bisschen traurig macht. Aber wir kommen noch dazu. Wir kommen schon noch dazu. Auch er wird mich lieben. Giftstreich! Kein Grund. Oh. Yeah, that could hurt. Like, pretty much. That could hurt. Nice. Wir nehmen mal. Klein Zauberschein reicht, aber nehmen wir den Step. Nur um sicher zu gehen. Cool. Stalos? Wir reden von dem Stalos? Wir reden von einem legit Stalos? Ich habe gar nicht so dicht gegen Stalos. Ich habe keine. Ja doch, ich habe zwar Bodenattacken, aber ich habe keine. Egal. Dein Stalos gegen mein Solid. Let's freaking go. Das ist der Kampf der Titanen. Es liegt an der Perspektive, ich weiß, aber Solid sah etwas größer aus. Zeig es mir. Oh man, das ist ein Kampf der Giganten. Ich fange an. Dampfwalze. Was willst du tun? Büroball. Nein. Eisern! Okay. Ich habe den Schaden weit überschätzt. Ich habe vergessen, dass Stahl immer noch Eis resistant. Das ist gut. Oh. Pathetic. Let me show you how it's done. So macht man das. Tschüss. Du bist überraschend cool geblieben. Yep. Yep. Ich bin cool. Wait. This is not right. This is not right, is it? Wait. Also erstmal ein Trainerkampf noch. Ich und Schlapp. Was glaubst du, wer du bist? Romana. Das ist sie. Rakete. Come on. Good. Du weißt, du willst es. Ah, natürlich. Okay. Es ist retarded. In dem Fall. Nahtrakete. Schön. Gentoxa. Huh. Erdbeben? Yeah, Erdbeben. Let's go, Erdbeben. Ich sollte nicht überrascht sein. Oh, Gaia! Räche dich! Tja. Das ist wahre Macht.
Ich weiß noch nicht mal, ob der notwendig gewesen ist. Aber ich nehme ihn. Ich nehme ihn. Sicher ist sicher. Oh, wie viel... Gar nicht mal so schlecht. Wölkchen. Neue Attacke. Schade. Ich glaube, Wölkchen hat auch schon einige Zeit nichts mehr Neues gekriegt, oder? So, wir heilen mal eben. Ich glaube, hier brauche ich schon... Ja. Hier lang. Oh. Was hat mir das jetzt gegeben? Right. Okay, dann bin ich wieder hier. Oh, wait, no, that's not how it's happening. Ich muss right. Nice, so, damit muss ich nur noch den da unten loswerden. Dazu muss ich von der Seite hier kommen. Oh, ich muss auf den und ich muss auf den. Oh, okay, I see, I see. Oh, der muss auch noch weg. Der muss auch noch weg. So, hier lang. Nice. Auf das eine Ding da muss ich. Nee, muss ich nicht. Worauf muss ich? Ich muss auf den da, rechts von mir. Also nicht der direkt rechts von mir, der drei da drüber hat. Auf den muss ich wieder drauf. Also muss ich wieder hier oben hin. Frage ist, ob ich da irgendwie hinkommen kann. Also nicht von hier aus. That much is clear. Darüber kann ich nicht sliden. Nee. Nee. Aha. Jetzt habe ich's. Auf zur Arena-Leiterin. Ich glaube zwar nicht, dass ich alle Trainer besiegt habe, aber ist mir so egal. Noch ein oder zwei Trainer fehlen mir. So. Mal sehen, wie der Kampf laufen wird. Wobei, ich glaube, ich fange mit Rizum an. Ich brauche Stinger für Rex Blisa am Ende. Also herausfordern? Wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Warte, machst du... Warte. Pokémon, Mode und Romanzen, alles zusammen in einem Pott? Ja. Also, du kleidest Pokémon ein und hast Romanzen mit ihm? Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Aber ich... Okay. Oh, sie fängt gar nicht an. Also sie fängt an mit einem Schneebedeck. Ich dachte, jetzt kommt erst was anderes. Aber okay. Boing, boing. Wie gern hätte ich es einen Boost müssen. Aber das ist fein. Oh, schön. Ruckzuckieb sollte es am Ende regeln. Sehr gut. Oh, das ist nicht so geil. Aua.
Ja, scheiß auf deine Eissplitter. Oh, Top-Genesung. Das ist verdammt viel Schaden dafür, dass es in Anführungsstrichen nur Ruckzuck-Hieb ist. Ich sorge mich wieder voll. Also nicht voll, aber das sollte eine Menge HP sein. Ja, ist fein. Ich hab mehr als die Hälfte wieder rausgekriegt. Au. Das war ihr erstes Pokémon. Meditalis? Wieso hat sie ein Meditalis? Okay. Meditalis. Welches höchstwahrscheinlich Ice Punch hat. Puh. Was mache ich am besten gegen Meditalis? Da habe ich eigentlich gar keine richtige Antwort gegen. Naja, Spukball. Beatrice? Ja. Yes. Beatrice! Du schaffst es! Ich würde es ja gern verwirren, aber ich glaube, ich gehe direkt voll auf Power. Ja, macht mir die Thales nämlich auch. Aber es hat kein Icy. Nein! Nein! Ja. Das ist zu viel Schaden. Ich muss auswechseln. Der Hagel kann auch gerne mal aufhören. Jetzt kommt der Icy. Aber es bringt leider nichts, Gaia. Es bringt leider nichts. Oh Gott. Gaia. Oh Gott. Das ist Worst-Case-Szenario. Ich kann nicht wirklich was dagegen machen. Ich meine, ich kann's Dinger reinschicken schon mal. That's what I can do. Allerdings sollte jetzt ein Zen-Kopfstoß oder sowas kommen, wird das sehr, sehr schlecht für mich enden. Allerdings, wenn eine Vergiftung durchkommt oder ein Crit. Irgendwas davon? Trotzer. Oh mein Gott. Ich muss Gaia wiederbeleben. Aber ich kann es mir nicht erlauben. Ich muss. Gaia! Gaia muss leben. Das Dinger ist schneller. Das Dinger sollte jetzt durchkommen. Nein. Außer es war ein Speed-Tion. Okay. Boah, das war unnötig kompliziert. Kann der Hagel endlich mal aufhören? Das fucking Schneebedeck ist doch schon lange weg. Okay. Snippet, okay. Isimo wird sich jetzt hier hochheilen. Okay, Moment. Gehen wir mal ganz flockig an die Sache ran. Was ist das Schlimmste, was Sneebel jetzt benutzen kann? Nachthieb-Crit. Weil ich muss Dinger heilen. Er braucht Full Life. Ich werde Rüsenmai mal heilen. Gucken, was er macht. Weil Stinger muss Full Life sein. Muss er. Lawine, scheiße. Aber das ist eigentlich okay Schaden. Ziemlich okay. Okay. Wer ist wohl schneller, Sneebel oder Schlappohr? Ich setze mal auf Schlappohr. Sneebel ist schneller, aber es bufft sich lieber. Oh, begonnen. Aus meinen Augen. Das bringt dir auch nichts. Wow, es hat was gebracht.
Es hat was gebracht, es ist down. Schlappohr ist. Ja, ich würde sehr gerne austauschen. Du hast gut gekämpft, das hast du allerdings. Einfach durchklettern. Ich werde das Eis brechen und mein Notfall-Pokémon einsetzen. Ja, tu das. Tu das. Ich finde das so gut. Ich hatte schon total vergessen, dass Schlappohr Klettdorn hält. Einfach weil es nie geprockt ist. Ich dachte schon wegen Tollpatsch kann es gar nicht so benutzt werden, aber doch kann es. Klettdorn scheint eine Ausnahme zu sein, jetzt wissen wir Bescheid. Das ist gut. Das ist sehr guter Schaden. Wäre es ein Crit gewesen. Okay, that's fine. Was kannst du schon in dieser einen Runde tun, Rex Bleezer? Was kannst du schon tun? Okay, du kannst das tun. I can... Ich kann deinen Siegeswillen spüren, aber ich werde nicht verlieren. Das werden wir sehen. Bandes, Digga! Giftstreich! Haha! All according to Keikaku. Das war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Ah, das musst du nicht. Das musst du nicht. Ist übrigens nicht kalt in diesem Outfit. Ich meine ja nur. Ich frag für einen Freund. Wow, bist du stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du uns total überrollt. Oh, ehe ich es vergesse, ich musste ja noch das hier geben. Herr mit meinen Orden. Das heißt, nur noch ein Orden fehlt. Oh boy. Aber den werden wir jetzt eine Zeit lang nicht sehen, denn das Spiel ist jetzt. Wird jetzt ein bisschen anders weiter verlaufen. Mit dem Fernorden kannst du nun über deinen Poketch die VM-Attacke Kraxler einsetzen. Und nimm das auch noch mit. Cool. Was wird es sein? Eissturm? Nein. Lawine. Ja, natürlich war es Lawine. Ja. Sorry, das habe ich jetzt vergessen vorzulesen. Das passt schon. Das passt schon. Ich glaube aber auch nicht, dass irgendwer in meinem Team Lawine lernen kann. Nope. Ich hätte 5 Stück davon. God, hot, freaking, damn. Wehe, die Nervensäge überrollt mich jetzt. Gut. Okay. Dann machen wir jetzt hier nächstes Mal weiter. Das war eine gelungene, gute Aufnahmesession. Sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Wir sehen uns bald wieder. I will. Puh, dass wir mit dem Team die Arena so gut hinbekommen haben... Schon ein wenig verwunderlich. Ich glaube, es gibt mehr. Das eigentliche Problem war nur ihr Meditalis. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie ein Meditalis hat. Ansonsten ging alles ja ziemlich gut. Okay. Dann machen wir nächstes Mal weiter, indem wir zum See gehen. Und dann werden wir eine Weile nichts mehr arena-technisch machen können. Was aber fein ist. Das ist absolut fein. Von daher bis dann. Tschüss.